Wolfram Kurschardt bei mir. Wolfram, du hast das Short Race ausgelassen. Hast du das bewusst gemacht, um vielleicht ein paar Körner zu sparen? Ja, das auch. Ich habe meine Saison eigentlich nach den Olympischen Spielen in Peking schon, ich will jetzt nicht sagen beendet, aber das war natürlich das Highlight dieses Jahr. Darauf haben wir uns vorbereitet. Und alles, was jetzt danach noch kam, ist dann jetzt eher Zugabe und nutze ich einfach noch, um einen schönen Ausklang zu finden für dieses Jahr. Und ja, ich habe mich dann jetzt entschlossen, auch hier an den Start zu gehen, um einfach mal eine deutsche Marathonmeisterschaft mitzufahren. Ich denke, morgen, die Runde ist relativ unselektiv, was so den technischen Anspruch angeht. Und ich denke, das wird ein spannendes, offenes Rennen werden. Und ja, ich freue mich eigentlich drauf. Was erwartest du morgen vom Rennverlauf? Ja, wie gesagt, also die Runde ist relativ einfach vom Untergrund. Das bedeutet, dass die Grundgeschwindigkeit relativ hoch sein wird. Dementsprechend wird es lange große Gruppen geben. Und ja, es wird halt schwierig sein, im Alleingang da irgendwas zu machen. Also man muss schon, denke ich, die Gruppe suchen, dann auch die richtige Gruppe finden und dann auch an der entsprechenden richtigen Stelle attackieren, wenn man denn hinten raus die Energie noch hat. Und ja, mir würde jetzt auf Anhieb eigentlich kein Top-Favorit einfallen, wo ich sage, der gewinnt morgen auf jeden Fall. Es gibt also ein paar Leute, die in Frage kommen für die Medaillen. Und ja, ich bin also selbst gespannt, was morgen passiert. Wen siehst du denn als Kandidat für die Medaillen? Also wir haben Moritz Mielatz, der hat durch seine Erfolge jetzt in den letzten Wochen überzeugt. Dann natürlich Karl Platt, Stefan Sahm. Von Seiten Alpgold, Jochen Käs, Hannes Gänze. Und ja, meine Wenigkeit. Ansonsten ich weiß nicht, ob ich jemanden vergessen habe, aber ich denke, das sind so die heißen Kandidaten. Siehst du es als Nachteil, dass die anderen Teams teilweise mit 1, 2, 3 Fahrern unterwegs sind? Könnte jetzt bei der Runde vielleicht ein Nachteil sein. Also wenn die sich untereinander schon absprechen und einer attackiert, wird natürlich der entsprechende Teamkollege nicht nachsetzen. Wäre natürlich besser, wenn ich auch noch jemanden hätte, der lange mit mir vorne fahren kann. Aber auf der anderen Seite, wir haben, ja gut, Moritz ist alleine, Alpgold ist zu zweit, Bulls ist zu zweit. Das bedeutet, wenn Bulls attackiert, wird Alpgold ja nachsetzen. Und dann können wir uns ja auch als, wenn wir Einzelkämpfer sind, auch hinten reinhängen. Dann wollen wir mal gucken, wo der Einzelkämpfer Kurschardt morgen rauskommt und viel Glück morgen. Danke.